So Leute, da sind wir beim nächsten Blackie zeigt und dieses Mal was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Nicht viele wissen es. Ich bin der Meinung, dass wir als Menschheit viel zu viel Müll produzieren, viel zu viel Plastik in die Welt reinwerfen. Und deswegen habe ich auch immer wieder gesagt, gerade wenn es um Magic-Produkte ging, ja, ich finde es gut, dass weniger Plastik benutzt wird und die meisten Sachen sind ohne Plastik einfach besser dran. Jetzt hat Ultimate Guard was rausgebracht und das ist der Grund, warum ihr das Video geklickt habt. Ich weiß, es steht schon in der Beschreibung. Und ja, ich habe zwei Boulder, Return to Earth, steht auch hier oben. Die sind Hammer. Die sind in Pappe eingewickelt. Neutral und Orange. Wie gesagt, Pappe eingewickelt, was ich schon mal sehr, sehr cool finde. Auch hier wirklich recyceltes Papier, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, müsste. 97% erneuerbare Ressourcen, FSC zertifiziertes Graspapier Packaging, also das Graspapier drumherum, geht in andere Ultimate Guard Produkte rein, made in Germany. Das ist halt schon so, wow. Wer es noch nicht wusste, Ultimate Guard ist eine deutsche Firma. Ja, ansonsten, we've planted the seeds. Genau das. Erstmal möchte ich hier an dieser Stelle Ultimate Guard tausendmal danken dafür, dass sie mir diese beiden Bowler zugeschickt haben, dass ich die für euch reviewen kann. Wie immer, wenn es um Reviews geht, ich lasse mir zwei Dinge zuschicken. Das beeinflusst aber tatsächlich meine Review nicht und diese Review hier auf keinen Fall. Weil ich glaube, so positiv, wie ich über diese Boulder sprechen werde, habe ich lange nicht mehr über irgendwelche Produkte geredet. Das sollte der Standard sein. Das ist die Zukunft. Wir gucken uns die jetzt mal an. Wie immer bei den Reviews, ich mache die auf und in einer Woche könnt ihr nochmal meine zweite Meinung dazu hören, was so nach einer Woche passiert ist. Das hier ist jetzt der erste Eindruck. Machen wir mal den Orangenen auf. Na, komm raus. Oh, hier. Okay, hier alles doppelt, dreifach gefaltet und okay. Ah, oh wow, sogar das hier haben sie in Graspapier. Das sieht man sogar richtig. Seht ihr das? Sieht aus wie Raufasertapete. Ja, 100% recyceltes Material, 97% erneuerbares Material, 100% Green Energy and Care. Wow, das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Hier nochmal Pappe, Pappe, Pappe. Und hier haben wir den, oh, das fühlt sich, es fühlt sich an wie ein, wie ein normaler Boulder, aber doch ein bisschen rauer tatsächlich. Gefällt mir ganz gut. Und was ich jetzt als allererstes mal gucken muss, ist, hier Boulder eingedrückt. Also es ist Plastik. Gefühltes Plastik. Es ist kein richtiges Plastik. Es ist, ja, so eine Pflanzengedöns. Ich kann es nicht beschreiben. Ihr könnt auf der Ultimate Guard Seite könnt ihr das sehen. Ich finde, es sieht auf jeden Fall cool aus. Es sieht auf jeden Fall schon mal nice aus. Das schon mal gefällt mir schon mal. Und was ich jetzt mal machen möchte, einfach nur um zu wissen, weil das habe ich schon gehört, dass das passieren soll, sein soll. Kunde. Kennt ihr diesen Geruch, wenn ihr im Baumarkt an der Holztäfelung so vorbeigeht, wo auch frisches Holz geschnitten wird? So riechen die innen drin. Die anderen haben ultra nach Plastik gestunken und manchmal musste man Boulder einfach so ein oder zwei Tage ausdünsten lassen. Hier, das ist ein sehr angenehmer Geruch. Hier innen drin ist was Weißes, ein bisschen Kratzer sozusagen. Ich weiß nicht, ob ich das reinkriege, doch da so ein bisschen, okay. Da unten ist auch, guckt mal hier, Müll. Nein, schon ein bisschen was gesplittert anscheinend, okay. Also hier muss irgendwo was gesplittert sein, ich weiß aber nicht was. Nee, ist es nicht, es war einfach nur noch ein bisschen was von der Verarbeitung ist da drin. Das ist ja voll okay. Ansonsten auch hier Ultimate Guard drin, das ist von innen auch ganz cool. Es fühlt sich stabil an, also ich kann die drücken, ich kann euch bestätigen, das fühlt sich an wie die Boulder, nur ein bisschen rauer. Und es ist nicht, auf keinen Fall ist es minderwertig, gefühlt ist das sogar hochwertiger. Zumindest fühlt sich das so an und ich finde, das sieht halt auch Hammer aus mit diesem Gesprenkelten da drin. Gucken wir uns mal den Neutral an. Also ich hätte jetzt gesagt, das ist der Weiße, aber wahrscheinlich ist es einfach ohne Farbe dazu gegeben. Gucken wir uns mal an, auch hier das Thank You und auch hier dieses Pappe. Oh, großartig. Und ja, der ist auch hübsch. Alter, ich weiß nicht, wie gut ich das in die Kamera reinkriege. Der hat so einen leichten, ja, so einen minimalen Braunton und diese Oberfläche, da könnte ich stundenlang dran. Ah, schön. Also es ist wirklich hochwertig und ich hatte am Anfang so ein bisschen Angst, so, okay, warte, wie wiederverwendet das Material, Pflanzenfaser, was soll denn das? Ich muss aber sagen, das ist halt wirklich, auch dieser Geruch, wunderschön, ich mag das. Ich könnte mir irgendwie so eine Säge mal hier reinstellen, einfach nur, wenn ich Bock habe, mal so ein bisschen Holz ansägen, damit ich diesen Geruch habe. Oder ich kaufe eine Menge Boulder. Ja, egal. Ich finde es ganz cool, dass sie hier auch passend schließen und hier unten auch dieses Return to Earth draufgeschrieben haben. Ich finde, das kann man ruhig
draufschreiben. Weil das ist halt wirklich was ganz Großartiges. Auch dieses Papier, echt, es ist so gut. Oh, mir gefällt das. Und das ist auch so meine Art und Weise, wie ich sowas super hart unterstützen würde. Wenn ich jetzt nicht schon so viele Boulder hätte, würde ich alle meine Boulder in das hier austauschen. Ich hoffe, dass nicht nur die 100er Boulder kommen, sondern dass auch die 80er Boulder kommen. Die 60er und 40er sind mal relativ egal, aber so die 80er und 100er, das sind so die Boulder, die ich weiß, die am meisten laufen. Wenn wir die Option hier haben, das finde ich wirklich, wirklich cool. Und ich mag die Boulder. Ich mag die Boulder wirklich und mal sehen, wie das in der Woche ist. Ich finde das hier halt immer noch so krass. 97% New Able Materials in so einem Boulder. 100% recycelbar, nur grüne Energie. Ja, jetzt wollte ich die gerade wegpacken, das ist mir aufgefallen. Ich habe nur noch 80er Flippin' Trays. Ich wollte euch zeigen, wie man die in eine Flippin' Tray reintut. Das heißt, ich kann euch nicht zeigen, dass die in eine Flippin' Tray reinpassen. Aber diese Teile hier passen in eine 100er Flippin' Tray rein. Da bin ich mir zu 100% sicher, tatsächlich, weil es ist Ultimate Guard, die machen das mittlerweile richtig gut. Ich kann es aber nicht testen. Ich werde es jetzt mal im Laufe der Woche mal testen, mal gucken. Vielleicht hat ein Kollege, wo ich weiß, dass der einen 100er hat, da werde ich das mal testen und hier noch reinschneiden dann zwischendrin. Und ansonsten werde ich das jetzt eine Woche lang ohne Flip and Tray benutzen, weil ich will ja nicht die Flip and Tray testen, ich möchte ja diese Boulder testen. Dementsprechend sehen wir uns in einer Woche wieder. So, eine Woche später, es hat sich herausgestellt, ich mag diesen Boulder viel, viel lieber als den Orangenen. Ich finde die Farben bei dem Orangenen, ich habe den mal wieder eingepackt, bei dem Orangenen zwar sehr, sehr geil, aber dieses Muster, ich habe halt nichts sonst Orangenes und dieses graue Material hier, ja, sieht aus wie Müsli, ist halt besser zu benutzen und das ist nicht so auffällig. Ich habe dieses Grau hier benutzt und mir sind ein paar Sachen in der Zeit jetzt aufgefallen, die ich benutzt habe. Das erste, was mir aufgefallen ist, ihr werdet keine perfekte Box bekommen. Also auch diese Box hat ein paar Knetscher, diese Box hat ein paar Knetscher. Tatsächlich, wenn ihr mal guckt, fällt euch diese Stelle hier auf, die halt wesentlich heller ist als der Rest. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein Produktionsfehler ist oder ob das tatsächlich einfach vom Material her kommt, weil es nun mal recyceltes Material ist. Ihr seht auch hier die Kante. Hier seht ihr es ganz genau. Diese Kante praktisch, die ihr innen drin auch seht, ja, die seht ihr auch von außen. Die seht ihr auch rundherum außen. Ihr habt den Punkt, dass die Box minimalstes Spiel hat, damit die leichter aufgeht. Ja? Was voll okay ist, die Box hält, die Box bleibt zu. Also die ist... Da mache ich mir eher die Cut mit kaputt, als dass diese Box aufgeht. Das ist mir auch noch nie mit den anderen Bouldern passiert. Mit diesem Boulder passiert mir das auch nicht. Ich habe Hammer. Also ich habe auch keine Ecken oder so, die angedatscht sind. Es ist auch nicht kaputt gegangen, nur weil es recycelbares Material ist, sondern es ist stabil und ja, es hält, es lässt sich öffnen, es fühlt sich immer noch großartig an. Der Geruch ist ein bisschen verflogen. Es hält Karten drin. Ich habe jetzt mal hier mein Modern Deck reingetan, den Planeswalker Sleeves, von denen ich nicht so der Fan bin. Allerdings, wenn ihr Review von der ganzen Planeswalker Series sehen wollt, könnt ihr da oben mal schauen. Die habe ich auch gemacht, komplett. Ja, ansonsten, es hält die Karten. Ich habe hier auch einen Kartentrenner drin. Auch der passt easy peasy mit rein und wird auch hier nicht unter Spannung gesetzt und ähnliches. Das passt ganz gut. Ja, ich weiß nicht, was ich euch sagen soll, außer das ist großartig. Und das sollte der Weg sein, den wir gehen. Ich finde es gut, so ein Produkt zu haben. Ich hoffe, dass es nicht nur so ein Image-Gag, Image-Aufpolierer, sondern dass das jetzt vielleicht noch demnächst die 80er dazu kommen und dass Leute realisieren, dass diese Boulder echt gut sind. Also klar, sie kommen halt nicht mit so einer Klarheit zum Beispiel, wie diese Boulder. Ja, das ist jetzt mal so ein, ich glaube, das ist ein 40er, den ich hier rumstehen habe. Oder mit so einem schönen, smoothen Schwarz oder Rot. Aber dafür kommt der hier halt mit etwas, was die Menschheit ein bisschen vergessen hat. Und South Park nennt es, glaube ich, Integrität. Ich rede nicht von dem Gras, ich rede von diesem Ganzen drumherum. Also es ist wirklich gut. Ich bin super glücklich mit diesen Bouldern. Bin jetzt am überlegen, ob ich mir eine 100er Flip and Tray kaufe, damit ich mir so eine 100er Boulder benutzen kann. Oder ich hoffe, ich darf die 80er irgendwann auch reviewen, dass die kommen. Weil ich weiß es nicht, ob die kommen oder nicht, aber ich würde es mir so sehr wünschen, weil
Davon 80er, da hätte ich auf jeden Fall ein paar Verwendungszwecke für. Ansonsten bin ich begeistert. Ihr merkt das. Ich wiederhole mich. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist geil. Das hier ist der Wahnsinn. Ich habe diesen Bowl, da habe ich tatsächlich auch aus der Höhe fallen lassen. Der ist mir runtergefallen. Ihr seht auf der Ecke, ihr seht nichts. Der lag die ganze Zeit im Ranzen. Er ist noch nicht mal dreckig. Er hat keinen Kratzer. Und das muss ich halt auch dabei sagen. Das fällt mir jetzt erst auf. Entschuldigung, das muss ich gerade nachschieben. Die anderen Boulder sind ein bisschen schneller zerkratzt. Die anderen Boulder, gerade die, die nicht durchsichtig sind, wie der, den ich gerade eben gezeigt habe, fransen ja in den Ecken immer wieder nach einer Zeit so ein bisschen aus. Dass da kommt halt diese Layer, die da drüber ist, ein bisschen durch. Also, dass die abgeschabt wird. Das kann hier nicht passieren, das passiert hier nicht. Und das ist halt, ja, ich Lobeslieder ohne Ende, Return to Earth, geile Aktion, geile Boulder. Wenn ihr noch auf der Suche seid nach Bouldern und ihr jetzt nicht unbedingt aus Commander-Gründen die kristallklaren Boulder haben wollt, weil das kann ich auch verstehen, dann considert bitte diese Boulder. Wirklich. Ich lege sie euch wirklich ans Herzen. Die sind wirklich stabil und gut. Und gut für die Umwelt. Because it can return to Earth. Ja, soviel dazu. Danke nochmal an Ultimate Guard. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.